Die alten Chinesen hatten einen Namen dafür: Feng Shui. Wir nennen es Energiefluss. Das ist dasselbe, die gleiche Idee. Energie ist überall. Doch die Menschen setzen nur einen winzigen Teil davon für ihre Zwecke ein. Jetzt haben die Vorfahren uns gelehrt, dass wir nicht nur unsere eigenen latenten Fähigkeiten nutzen, sondern auch die latenten Fähigkeiten des Universums selbst nutzen können. Prophet Chardon, der Aufgang des Planeten.